Oh mein Gott, das klappt ja einfach wirklich. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal in der NFA1 2021. Tatsächlich nicht zu einer neuen Karrierefolge, sondern heute gibt es mal ein wirklich etwas anderes Video. Und wenn ich sage wirklich etwas anders, dann meine ich wirklich etwas anders. Ihr habt es schon im Titel und Thumbnail gesehen, Freunde, deswegen will ich auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Wir werden heute doch tatsächlich so leicht eine Karriere starten, wahrscheinlich ein Rennen fahren, aber das Ganze heute mit einer ganz besonderen Person, in dessen Haut wir schlüpfen werden. Wir werden heute nämlich eine Karriere als Mattia Binotto starten. Ja, Freunde, was nicht alles am PC so modbar ist. Wir haben jetzt also Mattia Binotto hier als Avatar auswählbar. Ihr seht ihn ja, Freunde, mit seinen Harry Potter Gläsern. Ist das eine Sonnenbrille eigentlich? Sieht so ein bisschen aus wie eine Sonnenbrille, aber kann auch nur so aussehen. Den Link zur Mod, den werde ich euch mal ganz oben in die Beschreibung packen. Könnt ihr euch auf alle Fälle auch sehr gerne runterladen hier am PC und ja, einfach mal mit Mattia Binotto eine Karriere starten. Vor dem Karrierestart jetzt mit Mr. Spinala persönlich, Freunde. Vergesst natürlich nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Ist natürlich auch ein Zeichen, dass ihr mehr von solcher Art von Videos hier in der NFA1 2021 sehen möchtet. Ansonsten Abo und Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Mein Teamkarriere und die Fahrerkarriere gibt es in den nächsten Tagen übrigens. Bevor es jetzt aber so richtig losgeht, wollte ich euch noch auf den Sponsor des heutigen Videos aufmerksam machen, nämlich Displayed. Ich denke, bei vielen Leuten werden die Displayed schon was sagen, anderen aber vielleicht auch noch gar nicht. Bei Displayed handelt es sich um hochwertige Designs auf Metallpostern. Diese könnt ihr ganz einfach bei euch zu Hause in der Wohnung oder im Haus per Magnet an der Wand anbringen. Bedeutet also auch, ihr benötigt keine Werkzeuge, kein Rumschrauben, Hämmern oder was man auch immer machen muss, um irgendwie ein Bild an die Wand anzubringen. Ich bin kein Handwerker. Dabei ist die Auswahl an Designs wirklich immens. Und wenn ich immens meine, meine ich so ungefähr 1,4 Millionen verschiedene Designs. Immens. Bedeutet also, für jedermann ist eigentlich etwas dabei, egal ob als Gamer, Fußballfan oder eben auch Liebhaber der Königsklasse des Motorsports. Es wird ja besonders in meiner Umgebung immer über die Fußball-Displays geschwärmt, aber gerade im Bereich Formel 1 gibt es auch wirklich Mega-Sachen. So könnt ihr euch als Beispiel in den Größen M, L oder XL euch ein Display zum 1000. Formel 1 Grand Prix holen. Oder Lando Norris, der vor allem dieses Jahr ja unfassbar krass an Popularität gewonnen hat. Was sind eure Lieblingsmotive? Lasst es mich auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen. Aktuell ist übrigens auch noch eine Hammer-Aktion am Laufen, Freunde, die sogar am heutigen Tag endet. Und zwar bekommt ihr für ein oder zwei Displays, die ihr bestellt, 24% Rabatt und bei drei oder mehr Displays sogar 36% Rabatt. Also das geht schon fast an die 50%, die ihr da spart, Freunde. Um mich zu unterstützen, Freunde, checkt den ersten Link unten in der Beschreibung aus und holt euch heute noch eure Displays. Ja, dann starten wir mal eine Karriere, hätte ich jetzt gesagt. Wir wollen natürlich eine Fahrerkarriere machen. Na, ich glaube, der Mattia ist schon ein bisschen zu alt für die Formel 2. Und wir können ja auch mal hier das Feature nutzen, dass wir in die aktuelle Saison einsteigen. Mattia Binotto bei Mercedes. Ich weiß jetzt nicht, ob ich standardmäßig bei Mercedes fahren muss, aber ja, es sieht schon falsch aus. Sind wir mal ganz ehrlich. Ah, wir kommen natürlich aus Bella Italia. So, Name Mattia Binotto. Wir steigen also in die Karriere ein, Freunde, sind der Nachfolger von Lewis Hamilton, der jetzt wohl arbeitslos ist, nehme ich an. Ja, wir haben jetzt auch einfach mal die Punkte von Hamilton übernommen. Ja, Mr. Binotto lernt jetzt mal kennen, wie es von der Fahrerseite ist, wenn man darauf hofft, dass die Upgrades durchgehen und dann auch funktionieren beim Auto. Ja, wir sind jetzt also bei Mercedes irgendwie angekommen und ja, Wettervorhersage, es bleibt bei uns immerhin trocken. Stabilen Beitrag zum Training geleistet, man kennt Spinotto. Aha, lila erster Sektor oder was? Ah, zweiter Sektor leider nicht lila, aber die Zeit wird gut. Das wird die Zeit, Freunde. Das wird die Zeit, mindestens Top 3. Mindestens Top 3. Mindestens Top 3. Wo sind wir? Top 3? Elfter? Ist es euer Ernst, Mann? Ich meinte doch Top 3. Was ist denn das hier? Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Wir sind schlechter als die Ferraris. Als das Auto, was der Kerl selber gebaut hat. Ja gut, dann haben wir halt fürs Rennen ein wenig Überholarbeit zu tun. In dem Sinne. Ich weiß nicht, was unrealistischer ist. Daniel Ricciardo auf 1 oder dass wir hier mit Mattia Binotto in der Karriere fahren. Auf geht's, Freunde. 5 Runden Rennen. Wir starten von der 11 rein. Ich bin gespannt und wir fackeln gar nicht lange rum. Mr. Binotto, sein allererster Formel-1-Einsatz. Die 5 Rundlichter gehen an und wenn sie erlöschen, heißt es Abfahrt. Let's go!
Mal gucken, wie es wird. Im Mercedes, im besten Auto, mit bestem Auto hier in der Formel 1 2021. Erstmal aufpassen. Das ist Alonso und Räikkönen, die Legenden. Ey, wir haben eine Position verloren. Ja, was haben die mir auf Teile gegeben, Mercedes? Ich fahre ja mit einem komplett kaputten Motor. Auf jetzt, Dive Bomb, Dive Bomb, Dive Bomb. Ja, das war nicht so erfolgreich. Sind wir mal ganz ehrlich. Versuch Nummer 2. Ach Mann, Alter. Wie so ein Rentnerreflex. Wie Lotto und echt wahrscheinlich. Start Nummer 2 jetzt außen. Nein, Verstappen. Oh mein Gott, fast reingefahren. Aber wir kommen durch. Wir gewinnen Plätze, Freunde. Wir kommen voran. Binotto, Spinotto. Oh mein Gott. Jetzt Orange hoch. Schneller als Stroll. Wir fahren einfach mal nebeneinander durch Orange. Oh mein Gott. Können wir das Auto halten? Ja, wieder jetzt hier ERS los. Oh mein Gott, Leute. Spinotto. Ah, Spinotto. Macht einen Spinaler. Und Verstappen ist raus. Letzter Versuch, Freunde. Alle guten Dinge sind drei. Ansonsten wird das hier nichts. Mit Spinotto in Belgien. Oh, mal gucken, wie es jetzt wird. Start Nummer 3. Ja. Ja, der war, glaube ich, ganz okay. Ja, nee, doch nicht. Absolut scheiße gelabert. War richtig schlecht. Räikkönen schon so halb an uns vorbei. Wie die erste Kurve wird. Ja, war ganz okay. Ja, der Start gerade war halt ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen. Energiespeicher wegen der Abnutzung. Ja, Energiespeicher hin und her ist mir auch egal. Hauptsache, ich bin schneller als mein eigenes Team hier mit Sainz. Oh mein Gott, machen die da vorne! Junge, was war das denn? Die fahren ja einfach zu dritt und Orange hoch, dann berühren die sich, dann werden die hier unfassbar langsam. Der Red Bull dreht sich geisteskrank lustig in die Wand. Und ja, irgendwo dahinter sind wir auch raus. Ja, was soll man sagen, Leute? Ihr gebt mir hier so einen kaputten Motor, Auto dreht sich alle drei Kurven weg. Also was ist denn das hier? Das ist ja bei Ferrari sogar besser. So, Männer, es wird Zeit. Italien, Monza, Master Engine. Und um euch zu zeigen, wie gut Spinotto sein kann, starten wir heute sogar von noch weiter hinten. Von der 18 geht es rein, aber ihr werdet sehen, Freunde. Ihr werdet schon sehen. Oha, Alter, direkt hier mal am Start. Oh mein Gott, wir kommen richtig gut voran. Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Schade. Oh, jetzt im Windschatten von Verstappen, unser WM-Rivale. Wir übernehmen ja jetzt hier den WM-Kampf. Von Hamilton. Wir glauben, dass wir eine gute Strategie haben. Ja! Schau, Verstappen, Mann! So ein Ding ist das! Ja, okay. Vielleicht mache ich halt auch einen Spinaler. Ja, Start war so Medium. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, ich fahre die gleiche Linie wie Gasly. Ja, sehr schön. So kommen wir immerhin wieder auf diese Innenbahn. Oh mein Gott, ich bin neben Gasly. Oh mein Gott, wo sind wir? Guter Start, Junge. Guter Start. Der beste Start von allen. Der beste Start hier. Ist auch natürlich die Anforderung eines Binottos, immer der Beste zu sein. Jetzt aber Verstappen ohne Dreher. Ey, Bruder, der ist so lange weit innen. Aber wir sind auch innen. Haha. Ah! Gasly, Junge. Das war abgesprochen mit Red Bull. 100%. Egal, Leute. Da muss man sich jetzt den Sieg auf andere Art und Weise holen. Einfach mal geradeaus fahren. 10 Sekunden Strafe. Das kriegen wir noch. Das holen wir noch auf. Hä? Ich hab doch schon meine Strafe bekommen! Wieso soll ich die denn jetzt noch zurückgeben, die Plätze? Einen Scheiß mache ich! Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Hä? Von der Session disqualifiziert! Für 3 Strafen! Frechheit! Frechheit, Freunde! Die wissen ganz genau, ich hätte das Ding hier gewonnen! Binotto hätte gewonnen in Italien! Ja, Leute, das soll es also in der Stelle gewesen sein vom heutigen Formel 1 Video. Eine Karriere gestartet mit oder als Mattia Binotto. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, wie gesagt, Freunde, und ihr mehr von solcher Art von Videos hier in F1 2021 sehen möchtet, dann vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, auch gerne Vorschläge, was ich vielleicht genau machen soll. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder bei einer Folge der Mein Team oder Fahrerkarriere. Bis dahin, haut da rein und ciao.